Vula Shaka Teeth. Teeba Bamel. Sigluna. Trip. Bane Wexa. Ja, damit ein herzliches Willkommen zu Die Sims 4 an die Arbeit. So, sie plaudert hier nett mit unserem Charlie Hofwächter. Seltsame Wendungen, Fehler, ach so. Ja, Weltraumkampf mal wieder. Vielleicht bringt er was anderes mit. So. Schmeicheln. Weltraumkampf. Die Trümmer. Ja, das hatten wir ja. Wieder den Frieden. Arbeit geben. Muskeln zeigen. Geschicklichkeit. Kochen reden. Veranoi. Quaba. Parsecon. Tratschen. Oh, vielleicht sollten wir Kampf üben nicht. Yishla. So, nochmal das. So, Frolis Girga. Yibs. Veranoi. So, und Parsecon. Von Herzen kommen in das. Tiefe Unterhaltung führen. Da. So. Logikrätsel. Dann. Nochmal über die Arbeit reden. Klopf-Klopf-Witz. Grundbesitz plaudern. Ach, jetzt hängen sie wieder alle fest. So. So, einmal kurz so. So, okay. Okay. So, und wieder zurück. So, was war hier? Blabe, Narsa. Chimere Jabin Slothish. Barsip Neebs. Jabin. Soy. So. Oh, Dersheni. And Trip. Wixenel. So, dann kann er. Wie fühlt er sich? Tiru Ufa. Ja. Kann er nochmal fliegen? Shunigua. So. Sulsu, we walk. Ja, tschüss. Dui. Farobi Physique. Fuzzoom. So. Yishla. Rinishoop. Shishtawab. Frolis Girga. Und er sammelt da die Bilder. Funkalarm. Silas ist gerade dabei, seine persönliche Bestzeit bei der Umkreisung des Planeten Dai Scott zu überbieten, als ein Alarmruf seine Konzentration stört. Python 11 benötigt seine Hilfe bei der Beilegung eines zivilen Streites auf Disputia. Silas freut sich über ein wenig Abwechslung, nimmt die Aufgabe an und gibt Gas. Okay. So. Dann kannst du hier weiter tratschen, Muskeln zeigen.
Farza, no. Kolonistenrevolte. Auf seinem Weg zum Planeten erhält Silas weitere Einzelheiten von Python 11. Eine Kolonie auf dem Planeten Disputia droht mit einer Revolte und möchte ihre eigene Regierung gründen. Die Verhandlungen sind gescheitert und seitdem verweigern beide Parteien jegliche Kommunikation. Es ist die Aufgabe von Silas, den Riss zu kitten. Mit wem soll er zuerst sprechen? Planetenregierung. Weenock. Wrong to so. Ja, hier. Nein, nicht. Yasip. Bimbus. Ups. Erlass des Imperators. Abwechslung tut Wunder. Silas ist gerade erst gelandet, als ein Regierungsbeamter ihn heranwinkt, um Kaiser Young Holmby zu treffen. Sein Gestottere ist nur schwer zu verstehen, aber er besteht darauf, dass Silas die Kolonisten zur Aufgabe zwingen soll. Stimmt er zu? Versuchen mit ihnen zu reden. Ah. Yibs, Mann, Mann, Mann. So, dann kannst du hier. Jetzt geht er natürlich wieder an die Stelle, wo wir angeklickt haben. Hau ab, Fliege. Suppe und Party. Erst die Diplomatie. Pflegt Silas immer zu sagen, und dieses Mal funktioniert es tatsächlich. Die Kolonisten haben nur kleine Wünsche, ein geringer Lohnanstieg und das Versammlungsrecht, und lassen sich den Lohnanstieg sogar ausreden, um sich wieder mit der Regierung zu versöhnen. Bei den Feierlichkeiten erhalten alle kostenlose Suppe und Silas wird großzügig für seine Bemühungen belohnt. Okay. Gawal. Ach, Mann. Lamina Galpa Watini. Simbab Krakow. Nulitz. Shamabu. Shache. Er hat wieder zwar was. Robin. Bimesa, Glaffy, Flazzle. Ja, tut mir leid, du musst nochmal. Wir brauchen den letzten. So. Timfy, huh. Ray, Nim, Jessenay. Speichern. Yubs! Dasp, Espinar, Zengs. Reparaturtipps. Verschollen im Weltraum. Silas gleitet durch die Galaxie, als er eine Konstellation bemerkt, die er nie zuvor gesehen hat. Er überprüft seine Koordinaten und stellt fest, dass er an einem ganz anderen Ort ist, als er dachte. Zudem ist das GPS galaktisches Positionierungssystem seines Schiffes ausgefallen. Er hat sich im Weltraum verirrt. Ruhig bleiben. Fjolba! Griebel für Bane! Fadish! So. Vula Shaka Teebs! Parsip Neebs! Segluna! So. Soy! Schatzkarte. Silas versucht, ruhig zu bleiben und sucht den Horizont nach vertrauten Sternen ab. Da! Ein Lichtblitz. Er zoomt näher heran und entdeckt eine rätselhafte
Glaskanister, in dem sich irgendeine Botschaft befindet. Silas nimmt sie heraus und hält eine Karte in der Hand. Ein Planet am Rande der Konstellation ist mit einem X gekennzeichnet. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Und was jetzt? Karte befolgen. Lamina Galpa Watini. Simbab Krako. Nulitz. Shimabu. So. Spino. Dua. Kennenlernen. Torkachusen. Ah, Shifla. Kennenlernen. Gaba. Vula Shaka Teebs. Parsip Neeb. Der Tunnel. Die Karte führt Silas zu einem verkohlten Planeten mit einem einzelnen aus einem Fasern herausragenden Baum. Auf den ersten Blick scheint der Planet verlassen zu sein, aber dann erblickt er einen schmalen Tunneleingang unter dem Baum. Hineingehen? Ja. Sigluna. Benassa. Grosenix. Phoenix. Geheimnis ausplaudern. Gaba. Sibafa Sepine. Gefunden. Silas ruft. Keine Antwort. Es ist nur ein leises Tröpfen zu hören. Er zieht seine Kopflampe an und schleicht leise immer tiefer und tiefer in den Tunnel, bis er einen Lichtstrahl erblickt, der durch einen Riss in der Decke fällt. Darunter steht eine verschlossene Kiste. Soll er sie aufbrechen oder zum Schiff tragen? Aufbrechen. Mal sehen. Kann ja nur mehr. Das Schlimmste kann ja sein, dass was falsch ist. Oh, wir müssen mal mit Silas. So. Oh. Okay. Silas bricht die Kiste auf und wird von dem glänzenden Schatz darin geblendet. Besser schnell weg damit. Als Silas versucht, die schwere Kiste auf seine Schultern zu wuchten, hat er plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden. Er blickt nach oben und sieht Augen. Nein, nicht zwei, sondern Hunderte. Silas kann versuchen, mit den Höhlenbewohnern zu reden oder die Beine in die Hand nehmen. Mit Aliens reden. Silas lässt alles fallen und redet los. Dutzende spinnenähnliche Aliens stürzen sich auf ihn und zerren ihn grob zum Schiff zurück. Ein Alientechniker klettert an Bord und programmiert etwas. Silas wird wie eine Rakete in Richtung Heimat gefeuert. Hoffentlich reicht der Treibstoff aus. Punkt, 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 Punkt. Okay. Halt nichts. Sarpava. So. Vemboy Barovi. Gungane Ansa. Zar Dehabalo. Mimlet Shinfla. Parsifei Yibel Puemp. So. Frenic Shinishi. Müssen wir jetzt mal überprüfen hier. Er ist ja noch fleißig. Wie geht's dir so weit? Ja, geht dir noch. So. Dann würde ich sagen, du verabschiedest dich jetzt mal
vom Charlie Hofwächter. So, ja gut, kannst du noch ein Foto machen. Nee, nicht einziehen. So. Dann kannst du hierher kommen. So, und du kannst dich dann Outfit ändern. Alter, Kleidung 2. So. So, dann warten wir hier mal jetzt auf Alanachen. So, er müsste eigentlich... Ja, gut, dann geh mal eben auf Klo. Und dann kannst du was essen. Ja, tschüss. Da hinten läuft Straffi. So, gut. Alanachen, was können wir mit dir machen? Hm? So. Dann komm mal hierher. So. So, haben denn alle ihre Hausaufgaben gemacht? Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Gut. Schön. So, dann warten wir hier mal. So, Madame, dann wollen wir mal zusehen, dass ihr dann gleich oder beziehungsweise im nächsten Part halt eure Freundschaft wieder aufbaut. Ihr habt nämlich ganz schön es schleifen lassen. So, ja, er entspannt, ist okay. So, du kannst dann mal auf Klo gehen, duschen und essen. So. Du könntest eigentlich erst was essen gehen. So, du gehst mal auf Klo noch. Und du kannst auch mal auf Klo und was essen. So. So, und du kannst dich da mal hinsetzen. So, ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss. Sistoon. Ugh. Ugh. Uh-huh. Burl Pando? Samzo. Glibonkusha. Befala Fredoy. Rissala Kumbar.